Ich bin den Jungs unfassbar dankbar, dass sie mich zu einem waschechten Interweb-Star gemacht haben. Ein Leben ohne Likes, Tweets und Darknet? Unvorstellbar. Herzlich willkommen am besten Dienstag in der Woche. Herzlich willkommen zur erotischsten Webshow auf YouTube. Herzlich willkommen zu Worldwide Wohnzimmer mit Dennis und Benny Volta. Oh yeah. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eurer Lieblingssendung im TV und Internet. Lasst jetzt schon mal Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke und ein richtig fettes Shoutout an unsere Notification Gang. Check. Will it! Brother in love! Heute gibt es tatsächlich ganz viele Themen. Thema. Es gibt hitzige Schlagzeilen. Es gibt Böhmermann und Riso. Es gibt Walter Freiwald. Es gibt ganz, ganz viel zu gewinnen. Und Benny, es gibt eine Menge Lebenszeit zu verschwenden. Und ein Rat für euch, ihr seid ja auch ein bisschen jünger. Liebe kann so wehtun, doch sie gibt auch viel. Dennis, war ein Scheißgag! Die Bewerbung der Woche kommt von Dini Bini. Benny, lies vor. Ich bewerbe mich dafür, in den Kommentaren der Grammatik-Nazi zu sein. Eure Community ist zwar sehr sprachkreativ, kann aber leider noch nicht das und das unterscheiden. Ich habe ein Semester Germanistik studiert und selbst mit einem Abschluss hätte ich keine Aussicht auf einen anderen Job damit. Erstmal Applaus für die Dini Bini. Hier bist du drin, mein Freund. Du hast auch eine Das-Das-Schwäche, ja, ne? Ja, deswegen habe ich auch mit reingenommen. Ich habe auch eine Das-Das-Schwäche. Erklärt mir doch mal bitte mal in den Kommentaren, wann setze ich das mit Doppel-S ein und wann setze ich das mit einem S ein? Ich habe es schon ewig erklärt. Du kannst dich gut erklären. Also, helf mir bitte. Was war die Woche? Wir hatten ja letzte Woche das Thema, also ich hatte das Thema perverse PayPal-Bettelei, Link in der Infobox natürlich. Da war ja auch einer, hat gebettelt nach Geld für eine Penisverlängerung. Hat er sich gemeldet? Und nein, aber hat jemand kommentiert, weil ich habe mich hier so ein bisschen drüber lustig gemacht. Du hast einen kleinen Penis, Mikropenis. Aber, liebe Freunde, mach mal die Spitze bei die Ohren. Wenn du einen Mikropenis hast, unter 10 cm im irrigierten Zustand, dann bezahlt das die Krankenkasse, weil du keine Kinder bekommen kannst. Das heißt, diese ganze Bettelei ist umsonst, der muss einfach nur zur Krankenkasse gehen. Er könnte wahrscheinlich zur Krankenkasse gehen, aber mal ganz ehrlich, wusste ich gar nicht. Aber unter 10, wenn er 10 cm... Im irrigierten Zustand. Aber 10 ist doch schon voll viel. Im irrigierten Zustand? Mikropenis finde ich so 1 cm oder so. Ach, Luki, spooky. Lukas hat einen 8 cm Penis und Eier wie Pampelmusen. Eure Dickpics bitte an Luki, der freut sich da sehr drüber. Wir waren in der Frankfurter Bild für Besserverdiener. 30 YouTuber, auf die es ankommt. Ich hab's gelesen. Und die sind auch dabei. Wir freuen uns sehr. Worldwide Wohnzimmer, das war klar, dass die Zwillinge dabei sind. Wir sind was sind wir, Benny? Was sind wir was? Wir sind jetzt was? Feuilleton. Bitte? Feuilleton. Da muss ich ausflippen! Ja, wir sind Feuilleton. Da muss ich ausflippen! Feuilleton, normalerweise nur im Express. Löscht endlich euren Kanal. Ich habe auf Twitter ein bisschen gefragt, was hat euch denn die Woche bewegt? Und dann hat geschrieben, Veni vs. Feuerhoden. Ich habe erstmal Feuerhoden gelesen und mir gedacht, hey, woher wissen die Leute von meiner letzten Geschlechtskrankheit? Aber es geht tatsächlich um Veni vs. Feuerhoden. Es klingt nach zwei absolut albern aussehenden Pokémon aus der Staffel 3896. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Schreibt trotzdem in die Kommentare, wer hat gewonnen. Veni oder Feuerhoden? Quiz des Tages. So, Dennis, starten wir mit dem Quiz des Tages. Wer oder was ist ein Sommerloch? A. Katja Krasavice am FKK-Strand. B. Das neue Buch von Thomas Gottschalk. Oder C. Besonders an wichtigen Nachrichten arme Zeit während der sommerlichen Ferienzeit. G? Richtige Antwort ist natürlich C. Wir befinden uns gerade in einem Sommerloch. Es ist wenig los. Wenn wir schon nichts zu futtern kriegen, dann basteln wir uns unsere Schlagzeilen einfach selbst. Das finde ich auch immer schön. Viel Spaß mit Sommerloch-Bingo! Du wirst jetzt hier nach und nach Textzeilen ziehen und am Ende ist es eine coole Schlagzeile, die wir auch in den Titel packen und daraus mache ich ein schönes Thumbnail. Ja! Absolut geisteskrank, Doppelpunkt. Gewitter im Kopf steht auf hochgewichtige Transmänner. Findest du das witzig, über LGBT-Themen Witze zu machen? LGBTQ. Benny, blöder Gag. Danke Merkel, Doppelpunkt. Da fehlt ein Danke, Komma, Merkel. Jan Böhmermann raucht Schamhaare. Das ist eine geile... Wo kann die denn erscheinen? Das ist eine Bildschlagzeile. Ist das Bild? Er raucht Schamhaare? Wie gefährlich ist dieser neue Trend? Wer hätte das gedacht? Björn Höcke, ist ja noch relevant,
steht zu seinen Männerbrüsten. Ja, man muss dazu stehen. Männerbrüste sind ja erstmal per se nicht Schlechtes, ne? Nicht Schlechtes. Skurril würde ich es nennen. Neckisch. Jetzt schlägt's 13. Bibi, muss dabei sein, klar. Gründet eigene Partei, Pimmelpiraten. Man merkt, wenn du ein Spiel vorbereitest, ehrlich gesagt. Wir haben schon Schamhaare, Pimmel, Wiesenhammer. Rezo schlägt blinder Frau ein Auge aus. Das ist ein Hammer. Das ist wirklich ein Hammer. Auf den Wiesen. Auf der Wiesen, wenn er mal blau ist. Geiler Gag. Welche Schlagzeile gefällt euch hier am besten? Welche würdet ihr gerne in der Wirklichkeit mal sehen? Und habt ihr coole Schlagzeilen? Dann schreibt sie jetzt mal in die Kommentare. Seid mal echt kreativ. Ihr könnt doch was. Schreibt so eine coole Schlagzeile jetzt mal rein. Und wir werden die posten auf Instagram, würde ich sagen. Folgt den Jungs auf Instagram. Pissgelb, halb kalt, wie ich ihn liebe. Lecker. Cheers. Hey Jungs, ich hab gleich ein Date. Sehe ich gut aus? Sitzt alles? Walter, du siehst unglaublich aus. Ja, dann ab zur Marmeladenoma. Es ist etwas her, aber Rezo hat Bömi besucht und ich persönlich finde es immer toll, wenn Influencer und die alten Medien miteinander verschmelzen. Rezo hat bei Bömi Quatsch gemacht und die YouTube-Klicks dieser Clips, die gingen nur so durch die Decke. Ach, apropos durch die Decke. Axel hat nämlich einen Pool mitten in seinem Zimmer aufgestellt. Ja, hab ich gesehen. Und sagen wir mal so, ich würde jetzt keinen Körper da reinmachen, während Axel da drin sitzt. Löscht euch endlich, ja? Ihr geht mir richtig auf den Sack. Ich habe mich ja gefragt, warum hat Rezo uns nicht besucht? Rezo im Talk, Zerstörung der CDU. So war das. Also es wäre wirklich bei uns ein Viral-Hit geworden. Ich hätte mir die Klicks gerne eingesteckt. Ist schade. Wir haben Rezo auch gefragt. Er hat gesagt, er möchte jetzt nicht tausendmal auf dem Thema noch rumreiten. Kein Problem, Bro. Gib mal Bro-Fist. Wir übernehmen das für dich. Gib mal kurz Bro-Fist. Lass mich nicht verhungern. Sind wir dir vielleicht zu blöd? Ja. Sind wir dir vielleicht zu unfame? Ja. Stinken wir? Ja. Das darfst du nicht mehr behaupten. Wieso? Darfst du nicht mehr. Weißt du warum? Ich habe das mit Medienanwälten abgeklärt. So schaut's aus. Aber nicht nur wir berichten über Rezos Besuch bei Böhmermann. Diverse Zeitungen, die SZ, die Blöd, ja, die FAZ. Alle haben über diesen Besuch geredet und berichtet. Und man kann auch sagen, irgendwie hat die Bravo auch über Rezos Besuch berichtet. Auf jeden Fall ist Rezo auf dem Cover. Rezo. Aber guckt euch mal die Bravo an. Rezo, Julian Bam, alles wie immer. Aber unten links leben wir in einer Simulation. Ich meine, was kommt als nächstes? Der Hit auf deiner Abi-Fete. Super süße Chemtrail-Cocktails. Oder flache Erde-Starschnitt. Oder 9-11 was an Inside-Job. Klebetattoos, ja? Oder Tipps fürs erste Mal. So verführst du deinen Gangstalker. Ich finde es wirklich kurios. Auch wenn du jetzt nicht lachst und mir auf die kalte Schulter teilst. Lustig. Und ich werde im Schnitt ganz viele Lacher einschneiden. Ja. Verspreche ich dir. Ja. Natürlich leben wir in einer Simulation. Oder sagst du, Gregory? Ja. Und jetzt schreibt uns mal, Rezo bei Bömi, habt ihr es gesehen? Und welcher YouTuber soll Herrn Böhmermann das nächste Mal besuchen? Schreibt so. Mein Wunsch ist schon in Erfüllung gegangen. Schöne Marie Meyenberg war schon beim Böhmermann. Ich habe eigentlich nichts mehr, nur wir sollten Hauke mal wieder ins Rampenlicht setzen, okay, oder? Ich mache die Abmord mit ihm. Wir gehen in den Endcard in 3, 2, 1. Morgen gibt's für euch, ich schau mal eben nach, die 5 schlauesten YouTuber. Spoiler, Benny ist nicht dabei. Am Freitag um 17 Uhr erkennst du den Song mit Fettes Brot. Geil! Ja, Fettes Brot, die von Jein und von Schwule Mädchen. Und die von Troy. Ah, nee, ist mal ein anderer, ne? Und am Sonntag um 17 Uhr Le Floyd. Das ist geil, endlich ist er mal da. Mir ist so heiß, wirklich. Mir ist extrem heiß. Oh, ein Dom Perignon. So, was machst du jetzt noch den Rest der Woche? Mich gnadenlos vollsaufen. Ich werde beim FC Bocholt ein bisschen Fußball spielen. Ich muss das hier zum Arbeitsamt bringen. Ich habe hier einen Steuerbescheid. Ich lasse mich nicht bescheißen. Ey, du lässt dich definitiv nicht bescheißen. Ich lasse mich nicht bescheißen. Auf Wiedersehen, Wiedersehen und ein saftiges, halb ernst gemeintes, aber durchaus erotisches Farewell.